Ja, genau. Ja, das ist es. Also das ist jetzt ein 1-fünffacher Pulsgeber, weil 5 Blöcke. Genau, warum habe ich mir so kompliziert gemacht? Keine Ahnung. Das heißt, dann können wir auch von hier aus die Leitung zu den Pistons legen. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber sieht vielleicht ein bisschen doof aus, wenn wir das hier so stehen haben. Kommst du so raus, guckst im Garten und dann hast du da so ein komisches Teil. Ja, das hast du auch am FKK-Strand, wenn dein Garten direkt davor ist. Dann würde ich sagen, wir versetzen das Ding nochmal nach hier und dann bauen wir dann Häuschen drüber. Dann sieht das ja so ein bisschen mehr organisiert aus. Also, gemerkt habe ich mir, wie es geht. Sorry, Leute, jetzt muss ich es nochmal abreißen. Aber gut, der weise Mann sagt, gut Ding will Weile haben und wenn wir das darüber bauen, dann wird es ein gutes Ding. Mit auch genug Repeater können wir ja bauen. Also bauen wir es hier nochmal schnell hin. Da ist die Höhle, ja, ist mir jetzt auch kackegal. Zack. Moment, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. So, 5 Blöcke, genau. Verpiesel dich! Ma! So, Fackel. Leitung. Naja, fang ich schon wieder an zu verkacken hier. So, Moment. Nee. Hör auf damit. So. So, genau. Dann so. So. Und nochmal das beliebte SO-Wort. Genau. Dann machen wir das jetzt hier so. Ja, hör auf so zu sagen, du Kopf. Fischkopf. Fischkopf Larry. So. Können wir ja auch beliebig jetzt so, solange es die anderen Leitungen nicht berührt. Genau. Dann bauen wir jetzt da ein Häuschen drum. Ich würde mal sagen, aus Cobblestone oder aus Holz. Warte, ich habe doch eine Schere. Immer diese Verschwendung von Blättern. Ich baue ja auch nicht Erde ab mit irgendwas, was Erde kaputt macht, ne? Das wäre ja dumm. Ich baue ja Steine auch nicht mit der Hand ab. Ich will die ja ernten. So. Ja, Steine baue ich noch viel mehr nicht mit der Hand ab, weil erstmal kriege ich keine Steine raus und zweitens tut weh und drittens dauert ewig. Habt ihr schon mal versucht, einen Stein mit der Hand abzubauen? Er baut sich eher eure Hand ab. Gut, ein Häuschen, ein kleines putziges Häuschen. Ach, ich weiß nicht, vielleicht auch aus Cleanstone? Ja, aus Cleanstone. Dann haben wir auch mal eine Verwendung, eine Mehrverwendung für das Zeug. Immerhin habe ich es mir ja gebrannt. So, das stört auch gar nicht hier, wenn das so anliegt. Müssen wir nur sehen, dass wir dann eine Abzweigung nach darüber bauen können. Darüber mache ich mir natürlich erst Gedanken, wenn das Haus steht und nicht dann die Hälfte von dem Ding wieder abreißen muss. Das ist meine persönliche Logik. So, wer diese Logik auch verfolgt, bitte abonnieren. Soll ich gerade sagen, das Blatt da ist ein Creeper? Ach komm, warum so geizig mit dem Platz? Ach, ich sehe schon, das reicht nicht an Cleanstone. Ich bin ein Hempel. Ich hätte es doch nicht tun sollen. Ich hätte den scheiß Cobblestone oder das dreckige Holz verwenden sollen. Aber wir können ja einen Mischmasch machen. Jetzt machen wir eine zweite Reihe Holz. Ja, das wird jetzt sehr abenteuerlich. Dann sieht das auch mal ein bisschen anders aus. So, dann haben wir so ein Hofhäuschen. Ein Hofhäuschen. Oh, wie putzig. Ja, lass dich doch mal anfassen, du kleines Hofhäuschen, du. Ja, oh, wie süß. So, dann machen wir da nur ja an der Hinterwand. Moment, mach mal an der Hinterwand. Ja, mach mal so ein Fenster rein. Komm, spring hier rüber. Und an den Seiten. Ganz dreist nicht. Schließlich soll es einfach nur so ein. Ja, sagen wir einfach mal Maschinenraum. Ja, genau, das hört sich cooler an. Ist ein Maschinenraum. Ja, geht richtig ab da drin.
wo die Maschinen ja draußen stehen. Könnte man sicherlich auch irgendwie verdecken, aber ich will dann am Ende immer noch sehen, was da passiert. Also ich finde es cool, wie die sich bewegen und wie rum tatam 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 tatam. So, mach mal hier so, da kommt dann ein Fensterchen rein, Glas habe ich auch noch dabei, genau. Jetzt müssen wir mein Inventar bald mal wieder entmüllen. So, da noch hin und dann werden wir am nächsten Tag weitermachen. Ja, nicht im Moment gerade gucken. Doch, wir sind schon im nächsten. Oh nein, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt und bin ins Wasser geraten. Wir sind schon im nächsten Part, ne? Ja. Simpsons läuft immer noch. Wird aber nicht mehr reichen für den letzten Part. Nein. Dann habe ich keine Gehirnunterhaltung mehr. Da muss ich mich voll aufs Spiel konzentrieren. Da bin ich voll gut und so. Das ist doch voll langweilig für euch. Ich muss da immer Fehler machen, damit ihr euch so sagt. Oh, ich bin besser als der. Das ist ja auch dieser Sinn dieser komischen Sendungen da mittags. Gucken dann hier so, weiß ich, irgendwelche. Naja, intelligenzmäßig nicht ganz so gut ausgestattete Leute, die sagen dann, ha, die, also die können dann auch mal sagen, haha, mir geht's besser als dem, ne? Ist ja irgendwie der Effekt dabei. So, ich brauche diesen Effekt nicht, aber ich bin sowieso besser als diese Leute. So viel kann man doch nochmal sagen. So viel gönne ich mir, ne? Gut, da haben wir einen einsamen Holzstamm. Der will beblättert werden. Jawohl. So. Ach, jetzt komme ich schon wieder nicht hoch. Mann. Ist ja wie im Altersheim. Da kriegt auch niemand mehr einen hochgehoben. So. Auch nicht so hoch, das Ding jetzt hier. Aber ich will so ein schönes Treppendach. Weißt du, sagst du, sag ich euch so, ne? Ach, machen wir da schnell mal ein Häuschen hin. Und jetzt so noch Treppendach drauf. Wahrscheinlich dann noch schönes Esszimmer nachher einrichten an dem Ding. Und dann sind wir dann 20 Parts an einem kleinen Häuschen, wo ich dann mal am Anfang gesagt habe, komm, das baller mal schnell dahin. Ja, das ist richtig geil, so was ich immer so fabriziere. Tür haben wir jetzt natürlich keine dabei, obwohl ich weiß, dass eine im Lager rumgammelt. Aber da liegt sie gut, wir hatten sie die ganze Zeit dabei, aber haben sie nie gebraucht und jetzt brauchen wir sie und haben sie nicht dabei. So, na, hier muss doch noch ein Fenster rein, oder? Ja, muss. Sehe ich gerade, wie kahl das aussieht. Auf der anderen Seite werde ich es ja nicht so oft sehen, von daher ist das dann Schnuppe. Symmetrisches Fenster. Nee, drauf geschissen. Mach's einfach eins hier rein. Fertig. Ich brauche keine Symmetrie. So. Tür sollte hier rein. Wieder rausgetan. So. Genau. Können wir dann noch so ein stylisches Schild davor machen. Maschinenraum. So. Ach ja, genau. Mr. Baum will auch noch mal im Weg sein. Mach die Kacke weg. Hau weg die Scheiße. Jawohl. So. Seht ihr auch wieder unrealistisch aus? So muss es sein. Ach, hier sind noch die Holzklöppel im Wege. Verpieselt euch. Ich will auch nicht sehen. Sehen. Gleich da unten aufsammeln. Ich bin ja so holzgeil. Ich kann es nicht liegen lassen. Aber ich werde es nicht direkt tun. Ach ja, genau. Den Stamm können wir jetzt mal nieder. Ah! Ja. Willst du mich bei der Arbeit behindern? Oh. Ah. Ja, komm. Ja. Ja. Huhu. Ha? Huhu. Oh. Boah, bist du unfair. Ich will nur so ein bisschen mit dir spielen und du machst mich so voll fertig. Ja, zieh mir noch ein bisschen mehr Energie ab. Ich habe da keine Probleme mit. Ich muss ja sonst nichts fressen. Ja, hat er meine ganze Wand gepfeilt, ey. Pfeilkopf. Der Junge mit dem Pfeilkopf. So, kommt er einfach mal da unten raus. Was fällt ihm eigentlich ein? Ich muss die Höhleneingänge alle mit Blockaden versehen. Feuerblockaden. Dann werden sie alle niederverbrennen. Sie werden alle niederverbrennen, genau. So, dann gehen wir gleich mal ins Lager und dann müssen wir noch. Doch, wir haben noch genug Holz. Dann können wir uns ein paar Treppen craften, wenn wir wieder oben sind. Ja, soll ich jetzt schon das Dach draufsetzen? Nee, das ist doof, wenn das Dach genau an den Fenstern dran liegt.
Also. Krankenwagen. Bauen wir noch eine Reihe drüber und dann bauen wir da Treppendach. So ein Flachdach sieht ja immer beschissen aus. Auch mein reguläres Haus da hinten. Das gerade aussieht wie so eine kleine Ruine. Doch einen gewissen Charme. Versprüht etwas Nostalgie. Kriegt ja auch so ein stylisches Dach und nicht irgendwie so eine abgepferchte Plattenbauwohnung. So, da war doch noch die ganze Kacke, die ich einsammeln wollte, oder? Boah, dieser eine Skelettmann hat meine ganze Rüstung auseinandergebumst. Gib es doch ja nicht. Hier, gib mir mal ein bisschen Material für eine neue. Ihr seid schon genau richtig gespawnt, um zu sterben. So, ich bin ein Spawnkiller. Aber nur in Minecraft, sonst nicht. Ja, kein Platz zum Einsammeln. Ja, hier, das kann ich mir auch schenken. Ich kann ja jetzt eh mehr davon haben. Ich hab mehr. Mehr. So, gucken wir mal auf die Uhr. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Dann ist der dritte. Nee, dann ist der... Ach, ich sag jetzt, ich vertue mich nur wieder. Gut, dann gehen wir ins Lager. Und den ganzen Kack mal loswerden. Die ganzen Blätter hier. Leafes. Leaf me leaf. Schon 27 Samen. Da ist die Getreidefarm doch nicht weit. Will ich am besten unterirdisch bauen, die Scheiße. So, haben wir noch was Pflanzliches. Ja, die Kakteen können wir auch erstmal wegtauen. Ich bin gut beschäftigt mit dem bis jetzigen Müll. Fressen. Sauber. Wie, noch keine Bones? Ach, das gehört ja hier gar nicht rein. Aber ich habe hier noch ein bisschen Leather. Reicht aber noch nicht für eine neue Rüstung. Nein. Wie schutzlos. Wie schnackig in der Öffentlichkeit. Einige turnt das ja an, aber andere nicht. Mich nicht so. So. Dann. Treppen. Für Dach und so. Und wenn wir das Häuschen dann fertig haben, dann widmen wir uns den Pistons. Beziehungsweise der sinnvollen Anbindung der Pistons an die Scheiße hier weg. An den Pulsgeber und somit einen automatischen Impuls zu erzeugen. Dann noch ein Schalter in mein Haus, damit ich das auch ausschalten kann. Denn ich weiß, Pistons sind recht laut. Ich weiß jetzt nicht, wie laut sie dann letztendlich in der Aufnahme sind. Wieso bleibt immer so ein bisschen Pissholz übrig? Aber ich kann mir auch schenken, von irgendwelchen Tink übertönt zu werden. Ich wohne ja nicht neben einer Fabrik. Aber welche Fabrik macht schon solche Geräusche? Ey, die sind da. Hörst ja auch nichts von. Selbst wenn da drin irgendwas gestanzt wird, das ist ja nicht so laut, dass du dann draußen hören kannst. Dazu hoffentlich nicht. Kannst du nur hoffen, ne? Wissen tust es natürlich nicht und das Haus ist mir irgendwie zu groß geworden. Aber es sind immer so Entwicklungen, die man nicht kontrollieren kann. Schade. Nein. Hör auf. So. Ja, dann müssen wir das jetzt mal irgendwie hinkriegen. Ich würde mal sagen, dann machen wir so und dann machen wir das so. Ja, das ist ja richtig episch, ne? Also. Ach du Scheiße. Ja, fangen wir mal so an. Und ich glaube, es gibt immer noch so einen kleinen Bug, dass wenn man die Treppen aus der Position, wo ich jetzt hier bin, in einem bestimmten Winkel setzt, dass sie dann verschwinden. Also sind nicht mehr da. Die kriegst du auch nicht zurück in dein Inventar geportet, die sind einfach weg. Verschwindibus Maximus. Ich damals mal auf einem Multiplayer-Server, ich hatte so 64 Treppen, so 30 haben sich in Luft aufgelöst. Ja, und dann bin ich so voll ausgerastet und so, nein, aber trotzdem ist irgendwie extrem scheiße. Und was ich hier baue, ist auch gerade... Doch, geht. Muss ich nur hier noch Treppen hinsetzen, genau. Ja, und die Treppen, die ich mir jetzt gecraftet habe, die reichen ja mal vorne und hinten nicht. Ich habe auch hier Materialdimensionen in meinem Kopf, die kannst du knicken. Hätte ich es vielleicht doch erst nach vorne bauen sollen? Ach, ist jetzt egal. Mein Gott, ich kann mir nicht um alles scheren, ey. Muss die Schafe schon scheren. Hahaha. So. Come on, do it.
Müsst ihr mal, ihr könnt ja mal zählen, wie oft ich so sage. Ein sehr verbreitetes Wort, wobei ich es im Alltag, genau, im ultimativen Tag, also im Alltag benutze ich das gar nicht. Kaum zu glauben, ne? So unterschiedlich ist das Video und das Alltag. Nee, der Alltag. Grammatik immer noch schwer. Du lernen musst mehr.